Wir haben momentan die Situation, Öl gegen Bier zu tauschen. Das heißt, wir tauschen 1 Liter Sonnenblumen- oder Rapsöl gegen 1 Liter Bier ein. Und das Ganze ist auf die Idee gekommen, weil uns einfach auch das Öl in der Gastronomie ausgegangen ist. Und daher muss man erfinderisch sein. Ich habe jetzt für die Aktion hier 80 Liter Sonnenblumenöl mitgebracht und bekomme dafür dann 80 Liter Bier, also 8 Kästen. Ich habe das alles so ein bisschen gemischt. Bisschen Weißbier, bisschen Helles, bisschen Radler. Und ja, ich finde die Aktion mega, weil es einfach für alle ist es super. Also wir kommen günstig an Bier und ja, Giesinger Bräu ist damit auch geholfen, weil in Deutschland einfach im Moment eine Ölknappheit ist. Und damit ist es natürlich für alle eine super Möglichkeit. An Öl ranzukommen ist sehr schwierig, aus dem Grund, weil wie es im Supermarkt ist, bei jedem Privatkunden, man kriegt es halt nur noch rationiert und auch in kleineren Mengen. Und wenn man 30 Liter in der Woche braucht und nur 15 bekommt, ist irgendwann der Schnitzel nicht mehr bratbar. Kunden sind super zufrieden damit. Ihnen ist geholfen, uns ist geholfen. Sie helfen uns gerne. Wir sind froh über jeden Liter Öl. Vor 10 Minuten kam selbst einer aus der Ukraine an mit frischen 80 Litern und hat sich das Bier gegen Bier eintauschen lassen. Also wir sind glücklich und zufrieden.